Geschenkaskese. Manche Familien vereinbaren heute, dass sie sich nichts mehr schenken, weil doch alle schon genug haben. Darin liegt sicher etwas Gesundes. Aber es gibt auch eine Geschenkaskese, die Ausdruck von Fantasielosigkeit ist. Einander zu beschenken ist Zeichen von Liebe und lebendiger Beziehung. Ein Mann erzählte mir, dass er von seiner Großmutter jedes Jahr an Weihnachten ein paar selbstgestrickte Socken geschenkt bekommt. Die sind ihm ganz wertvoll, weil er ihre Liebe darin entdeckt. Er weiß, dass sie sich beim Stricken ihm ganz zuwendet. Ja, dass sie dabei für ihn gebetet hat. In der Adventszeit ist die Gelegenheit zu überlegen, wie man dem anderen eine Freude machen kann. Das Wichtigste dabei ist, dass beim Beschenken mit dem Geschenk die Sehnsucht nach Liebe Nahrung findet.